Warum Ausschlafen dich produktiver macht, das möchte ich dir in diesem Video erklären, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht glaubst, aber ich schlafe seit Jahren täglich aus und habe dadurch nicht nur das Traumleben, was ich heute habe, sondern bin zusätzlich auch noch gesund, effektiver, produktiver und einfach auch mehr am Start. Und wenn du das auch willst, dann hör jetzt gut zu, denn dieses Video ist für dich. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Schlafen ist Zeitverschwendung. Ich will hustlen, ich will leisten. Hard work pays off. Das ist der Müll, den ich immer wieder höre von irgendwelchen Wannabe-Entrepreneurs, die denken, dass Unternehmertum und erfolgreich sein, ein geiles Leben aufbauen, ein Sprint ist. Nein, das ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und wer ihn länger läuft, wer ihn besser läuft, der wird am Ende des Tages gewinnen. Die meisten Leute haben von einem gesundheitlichen Aspekt schon lange verstanden, dass Schlaf gut für dich ist, dass Schlaf gesund ist, dass Schlaf dich gesund hält. Schlafen ist die beste Medizin. Aber viele wissen nicht, dass Schlaf tatsächlich auch, wenn es um Produktivität und auch so ein bisschen was hinzukriegen, um einiges wichtiger ist als alles andere. Das heißt, wichtiger als dein neuestes MacBook, wichtiger als irgendwelche Business-Coachings von irgendwelchen Typen, die dir sagen, dass sie mit ihrer Formel dich zum Millionär machen. Das ist alles zweitrangig, wenn du nicht genügend schläfst. Und wieso? Weil der ganze Input von außen bei dir einfach nicht fruchten wird. Das heißt, das ist dasselbe, als würde ich jetzt die geilsten Samen, die geilsten Tomaten der Welt aus Sizilien hier bei mir anbauen wollen und ich werfe sie in die Erde und dann lasse ich sie vertrocknen. Ich push einfach kein Wasser drauf. Ich sage einfach, hey, komm, die werden dann schon wachsen. Nein, das geht nicht. Das weiß jeder. Und Schlaf ist mit Abstand das Allerwichtigste, was du brauchst, wenn du irgendwann wirklich in einem Thema Mastery erreichen willst. Von dem rede ich ja auch immer wieder, deine 10.000 Stunden zu investieren. 10.000 Stunden ist fucking viel. Und ich glaube, dass 10.000 Stunden gar nicht mal so wichtig sind, wenn wir mal gucken, wie diese Stunden am Ende des Tages qualitativ investiert wurden. Das heißt, es gibt vielleicht Leute, die investieren 10.000 Stunden und sind am Ende des Tages immer noch nirgends. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Leute, also Violinspieler jetzt zum Beispiel, die Studie wurde mit Violinspieler gemacht, dass wenn die Fokus haben, wenn die fokussiert sind, die um einiges schneller Mastery erreichen als die anderen, die eben das nicht haben, die das nicht schaffen. Das heißt, wir reden hier von Fokus und wir reden hier auch von diesem ausgeschlafen sein, das super wichtig ist und heutzutage einfach extrem unterbewertet ist. Das heißt, ich kann ein Buch lesen oder ich kann ein Buch lesen. Ich kann die Inhalte irgendwie mal so überfliegen, gar nicht richtig aufnehmen oder ich kann die Inhalte assimilieren und sie zum Teil von mir machen. Und das mache ich zum Beispiel seit Jahren. Ich lese nicht jeden Tag nur eine Stunde. Ich lese jeden Tag eine Stunde. Ich lese eine Stunde, ich assimiliere das Wissen, dass ich es nicht mehr vergesse. Und das kann ein ausgeschlafener Geist, aber ein übermüdeter Geist, ein überforderter Geist kann das nicht. Und deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch im Flow State Productivity immer mit diesen Regeln. Wenn du wirklich ausschlafen willst, dann gehört das nicht nur dazu, dass du den Wecker nicht stellst, sondern dass du auch verstehst, wie du ins Bett gehst, mit welchem Mindset du ins Bett gehst. Das heißt, wenn du am Abend noch vor deinem Laptop sitzt und nicht weißt, ob du wirklich mit gutem Gewissen Feierabend machen kannst, weil du noch tausend verschiedene Sachen irgendwo offen hast, irgendwelche To-Do-Listen, dann ist es ja klar. Dann gehst du ins Bett mit diesem Loop, mit diesem schlechten Gewissen und du wirst erstens mal nicht einschlafen rechtzeitig und selbst wenn du dann einschläfst, träumst du dann plötzlich noch von deiner Arbeit, wachst in der Nacht schweißgebadet auf und hast dann auch am Morgen nie dieses Feeling. Oder? Das ist dann auch dort, wo man sich dann auch schnell mal wieder erwischt, wie man flüchtet in Social Media, sich ablenken will. Und deswegen gibt es ganz viele Leute, die da nicht verstehen, dass Schlafen nicht mit dem Bett anfängt, mit der Matratze, und auch nicht irgendwie mit Melatonin und irgendwelchen Schlafsupplements, sondern es fängt an, mit welchem Mindset du den ganzen Tag durch die Welt gehst und dann am Abend eben auch ins Bett. Das heißt, wenn du den ganzen Tag das Gefühl hast, du bist beschäftigt gewesen, du hast
bist ultra gestresst gewesen, aber du hast nicht wirklich was geleistet, bist nicht produktiv gewesen, dann zeigt mir das, dass du überfordert bist, dass du nicht weißt, was du gerade nicht tust. Du weißt nicht, was du zu tun hast, und dadurch, dass du nicht weißt, was das Wichtigste ist, hast du auch immer ein schlechtes Gefühl bei dem, was du gerade tust, weil du nicht weißt, ob es wirklich das Wichtigste ist. Und wenn du dann mit deiner Freundin mal noch am Abend essen gehen willst, bist du den ganzen Tag und den ganzen Abend damit beschäftigt, hier noch zu gucken, irgendwelche Messages zu beantworten, weil du eben nicht weißt, was du gerade nicht tust oder was wirklich die wichtigsten Sachen deinem Tag sind, die du eigentlich tun solltest. Und als sich das für mich verändert hat, habe ich meinen Schlaf nochmal extrem optimiert. Das heißt, nicht nur das Daten mit meiner Freundin ist besser geworden, sondern das auch ins Bett gehen und einfach loszulassen, keine Gedanken mehr zu haben. Und dann, wenn ich zum Beispiel dann auch lernen möchte, wirklich etwas zu lernen, wirklich dran zu bleiben, meine Aufmerksamkeitsspanne nicht bei 10 Sekunden zu haben, wie die meisten Jugendlichen, und auch nicht bei ein paar Minuten, nein, bei 1 bis 2 Stunden. Also ich schaffe es, vollen Fokus, 90 Minuten schaffe ich jeden Tag, manchmal sogar mehr, aber 90 Minuten schaffe ich immer. Und das ist, damit bin ich wahrscheinlich in den 0,01% dieser Welt. Und das Ding ist, es ist nicht genetisches, ich habe nicht Glück gehabt. Ich habe einfach das System für mich aufgebaut, das mir ermöglicht, meine Arbeit zu machen. Das heißt, nicht mehr an Sachen zu denken den ganzen Tag, sondern lieber über Sachen nachzudenken. Ich denke lieber über Sachen nach. Ich philosophiere lieber über Sachen, statt die ganze Zeit daran zu denken, was ich noch zu tun habe. Dafür ist das hier nicht gemacht. Der RAM-Speicher ist limitiert, wie bei einem Computer. Und deswegen ermutige ich dich, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, bewirb dich bei uns für eine kostenlose Produktivitätsanalyse. Unten in der Beschreibung, dort findest du einen Link, dort kannst du dich bewerben, 100% kostenfrei, und dann werden wir zusammen mit dir eine Analyse machen und gucken, wo es gerade bei dir blockiert. Wo ist der sogenannte Bottleneck? Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber wichtig ist, dass du verstehst, dass du am Ende des Tages die Wahl hast. Möchtest du so weitermachen wie bisher und irgendwann, ich weiß nicht, wo du hinkommen wirst, aber glaub mir, du kannst viele Sachen faken, aber High Performer zu werden, das kannst du nicht faken. Das werden deine Resultate immer wieder zeigen. Egal, ob du Student bist, egal, ob du Mitarbeiter bist, ob du dein Human Capital erhöhen willst, um einfach auch mehr zu verlangen von deinem Chef, weil er einfach sieht, dass du doppelt so viel schaffst in der gleichen Zeit wie deine Arbeitskollegen. Es ist viel einfacher, 1.000 Euro mehr im Monat zu kriegen, wenn du auch doppelt so viel leistest. Da sagt dein Chef auch nicht mehr nein, oder? Auch wenn du selbstständig bist, die Konkurrenz schläft nicht, sage ich immer. Und das ist das, was ich auch jetzt bei mir gemerkt habe. Wir haben so viel gleichzeitig auf die Kette gekriegt in unseren Projekten, weil wir das natürlich nicht nur für mich mache, sondern ich mache das natürlich auch für alle meine Mitarbeiter. Das heißt, alle meine Mitarbeiter arbeiten mit diesem System. Und wie gesagt, wir können für dich auch den Bottleneck analysieren, 100% kostenlos, schaust dir an. Und dann ist das einzige Ziel, dass du deinen Fokus jeden Tag um 1% verbessern kannst. Jeden Tag ein bisschen mehr loslassen, ein bisschen mehr Vertrauen in das System zu kriegen, weil wenn du dich jeden Tag um 1% verbesserst, dann bist du in einem Jahr nicht 365% besser, sondern 3.700% besser. Und das zeigen auch die Kunden von uns, die sagen nämlich, dass sie wirklich an einem Punkt sind in ihrem Leben, wo sie nie geglaubt hätten, dass das überhaupt möglich ist. Deswegen, das ist alles miteinander verbunden. Dein Schlaf hat damit zu tun, wie du dich fühlst. Wie du dich fühlst, hat damit zu tun, was du leistest. Und was du leistest, hat wiederum damit zu tun, was du am Ende des Tages eben auch für ein Gefühl hast, wenn du wieder nach Hause kommst oder wenn du Feierabend machen willst. Das heißt, Vertrauen, Klarheit, Fokus, das ist die Formel, die wir für dich haben bei Flow State. Der Link ist in der Beschreibung, check's ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Bis dahin, hau rein, dein Mischa. Peace out.